Was verdiene ich im Rat? Es ist so, dass jedes Ratsmitglied eine Aufwandsentschädigung bekommt von 465 Euro und dazu gibt es noch eine Fahrtkostenpauschale. Naja, man hätte hin und wieder mal ein kleines Dankeschön verdient. Manche vielleicht auch ab und an bei verschiedenen Themen eine richtige Tracht Prügel. Ja, es sind 490 Euro etwa, die man als Ratsmitglied bekommt. Das ist nicht viel, aber es ist eine ehrenamtliche Aufgabe. Hinzu kommt dann noch, weil man ja in der Zeit, wo man für das Rathaus unterwegs ist, also im Rathaus sitzt oder Außentermine wahrnimmt, dass man dann natürlich vom Arbeitgeber keinen Lohn bekommt. Und diesen Lohnausgleich bezahlt dann auch das Rathaus, sodass man also da keinen Verlust hat. Und das ist auch der große Vorteil, dass jeder eben halt dieses Ratsmandat wahrnehmen kann, nämlich auch die Leute, die eben halt beruflich eingespannt sind und man nicht halt nur, wenn man nichts zu tun hat, also keine Arbeit nachgeht, das machen kann. Das ist der große Vorteil, dass also auch dieser Lohnausgleich bezahlt wird.